Hallo Freunde, heute fühle ich mich ein bisschen leer. Und das liegt, wie ihr schon sehen könnt, am ziemlich leeren Wagenkasten vom 113. In der letzten Zeit wurde sehr viel demontiert, um die angegriffene Grundkonstruktion instand setzen zu können. Da es keine gute technische Dokumentation gibt, wird erst die eine Hälfte gemacht, um dann eine Vorlage für die Wiederherstellung zu haben. Das BN sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Ja, so sah es mal aus. Nach der Entfernung des Bodens gab es keine sonderlich guten Anblicke. Auch als sich die letzte Innenverkleidung zum Auszug überreden ließ, gab es danach reichlich neue Arbeit zu entdecken. Damit die Türen instand gesetzt werden können, müssen auch diese einmal zum Verlassen des Wagens überredet werden. Das war das übliche Bild. Da hilft leider nur erstmal saugen und schleifen. An der Außenseite gab es eine Blechdopplung, welche mit einer Zierleiste kaschiert wurde. Diese Stellen sind immer stark vom Rost betroffen. Wir versuchen zu retten, was zu retten geht. Und so entschlossen wir uns, die obere Seite abzutrennen, alles zu konservieren und das Stück neu anzusetzen. Wenn nicht grundiert oder lackiert wird, dann wird eben ausgetrennt, geschliffen und geschweißt. Na, das kann sich aber schon mal sehen lassen. Nur kurze Zeit später konnten an dieser Stelle auch schon wieder die Anbauteile angepasst werden. Unsere Reserven sind so langsam aufgebraucht. Und damit wir hier weitermachen können, brauchen wir dringend eure Hilfe. Bitte spendet, damit der 113 wieder fahren kann. Bis dahin ist es durchaus noch ein weiter Weg.